Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Im letzten Part ist nicht allzu viel passiert, allerdings haben wir uns tatsächlich ein Abra geschnappt. Gerade so, das war ziemlich knapp, nachdem ich so gefailt habe und das falsche Pokémon an den Anfang gestellt habe. Hier ist unser werter Freund, der gute Cringe. Und ich glaube, ich gehe nochmal auf den Teleport, dann teleportieren wir uns nochmal zurück nach Hübelstadt und heilen uns nochmal schnell. Derweil haben wir danach noch die gesamte Route hier gemacht und sämtliche Trainer besiegt und nun stehen wir vor dieser komischen Höhle. Die müssen wir jetzt erstmal durchstreifen und dann gelangen wir endlich nach Erzählingen. Und dort wartet der erste Arenaleiter auf uns und somit auch der erste Orden. Bevor wir den allerdings bekommen, werden wir wahrscheinlich noch eine kleine Offscreen-Trainingseinheit machen. Wie das funktioniert folgendermaßen. Ich werde das Ganze trotzdem aufnehmen und das wird dann auf meinem Zweitkanal Fnooper hochgeladen. Ich werde das Ganze dann in den Kommentaren posten, wo ihr das Video zu finden habt. Wahrscheinlich im nächsten Video dann. Heute ist ja Part 6. Das heißt, im nächsten Part, Part 7, werdet ihr unten in den Kommentaren dann den Link zum Video finden, wo ich offscreen trainiert habe. Für die, die es interessiert und die nur nachgucken wollen, ob ich nicht geschummelt habe. Kann ja sein, dass ich während des Offscreen-Trainings dann einen Pokémon besiegen lasse, aus Versehen, und es dann irgendwie wiederbelebe. Und dann setze ich es trotzdem wieder ein. Und genau deswegen sind ja die Offscreen-Trainingseinheiten da. Sonst müsste ich das ja nicht überhaupt aufnehmen. Ja, aber an sich ist es ja trotzdem sehr uninteressant fürs Let's Play an sich. Deswegen gehört es ja nicht an sich so ins Let's Play. So. Shinox, für dich flüchte ich jetzt erstmal. Ich habe keine Lust auf dich. So, und Knospi muss jetzt erstmal trainiert werden, zum großen Teil. Dann brauche ich auch nicht so viel nachzutrainieren offscreen. Und da ist auch noch ein Item, oder nicht? Ja, da ist noch eins. Das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. So, ich habe ja auch überlegt, was wir für ein Level dann überhaupt anpeilen, wenn ich das trainiere. Vermutlich würde ich so sagen, Knospi und Abra so Level 10 eventuell. Minimum würde ich glatt sagen. Dann haben wir auf jeden Fall ein ganz gutes Teamniveau. Mal gucken, was wir generell heute schaffen. Und je nachdem kann ich dann auch trainieren und dann haben wir eh noch ein paar Trainer eventuell vor uns. Und dann mal sehen, was wir noch alles so ins Training mit einfließen lassen. Lange sollte das auch nicht dauern, das ist auch so ein Training. Mal gucken, ich werde es dann wahrscheinlich auch immer so im Speed-Up durchlaufen lassen. Mal gucken, wie ich das mache. Werdet ihr dann alles sehen. So. Present auch hier, das wird ja fliehen. Ich habe jetzt nur Interesse an irgendwelchen Trainern. Und die kommen ja jetzt gleich und zwar in diese komischen Höhle. Hat den Namen. Ach, 203 Erzählingen, alles klar. Interessant. Erzählingen Tor, ah. Das gilt ja auch als Gebiet. Hier gibt es auch, glaube ich, wilde Pokémon oder so, ne? Und mal gucken, wenn wir hier wirklich eins finden, dann können wir das auch ins Team aufnehmen. Oh, na guck mal, du hast einen Pocket. Hm, du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund von der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. Form 6 erhalten, das ist der Trümmerer, meine ich. Cool. Diese versteckte Maschine, oder kurz vor M, enthält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzählingen. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Dankeschön für den Tipp. Können wir jetzt schon mal dem guten Yannick beibringen, dann hat er das auf jeden Fall jetzt schon drauf. Zertrümmerer. So. Yannick, du darfst bitteschön. Bitte. So, das heißt, wir holen uns nur diesen Ort und dann können wir auch hier wunderschön Felsen zertrümmern. Und hier sind auch wieder Trainer. Was ist hier? Ah, da können wir nicht lang. Da finden uns die Zertrümmerdinger. So, unser Routen-Pokémon ist folgendes. Ein Zubat. Okay. Level 6 und männlich, alles klar. Jetzt habe ich Present vorne. Das wäre mir so ganz gefallen. Dann mache ich folgendes. Ich gehe wieder raus. Ja, Mert wird das übernehmen, würde ich mal sagen. Mert, komm rein. Ein Tackle wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Okay, Zubat, da fällt mir auf jeden Fall jemand ein, der, nachdem ich das benennen kann, definitiv. Sehen wir gleich. So, bedroht. Oh, Superschall. Das ist eine tolle Idee, mein Freund. Eine super Idee quasi für einen Superschall, ne? Versteht ihr schon, ne? Ah, ich werde mich gleich sowas von selbst verletzen. Tackle, komm schon. Macht zumindest ein bisschen Schaden, Mert. Und ich muss das Item noch wechseln, fällt mir gerade ein. Okay. Das mache ich gleich. Und ich komme durch, sehr schön. Bitte reicht nicht aus, das wäre sehr unschön. Okay, damit kann ich leben. So gut, ein Blutsauger. Wäre das jetzt ein Crit gewesen, hätte das ausgereicht und das wäre es dann gewesen. Das wäre sehr schade gewesen. Okay, bitte jetzt nicht wieder in den grünen Bereich kommen. Ne, gut. Dann kann ich schon mal einen Ball werfen. Sehr, sehr schön. So, ach, die habe ich noch unaktiviert. Sehr schön, Zubat passt wunderbar ins Team rein. Kann ich sehr gut gebrauchen. So, Pokéball los und... 1, 2, 3. Sehr schön. Klasse, Mann. Zubat wurde gefangen. Sehr, sehr geil. Passt wunderbar ins Team. Jetzt haben wir auch ein Flug-Pokémon zur Not. Sehr, sehr gut. So.
Fledermaus. Obwohl es keine Augen hat, kann es Hindernisse mit Hilfe von Ultraschallwellen wahrnehmen. Ja, das kann es. So, und einen Spitznamen möchte ich dir natürlich auch geben. Und mir fällt natürlich spontan auf jeden Fall einer ein. Denn er hat immerhin ein X-Bud als Signature-Pokémon in der GPL. Mein lieber Freund, der Steve. Und nach dir benenne ich das jetzt. Steve Super Funtime passt natürlich überhaupt nicht in die Textbox rein, deswegen werde ich dich nur Steve nennen. Das sollte reichen. V ist da unten. Alles klar. Grüße an dich, Steve. Damit bist du jetzt ein Super geworden. Wollen wir hoffen, dass du irgendwann auch zu einem wunderschönen X-Bud wirst. So, Steve ist im Team. Sehr schön. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Sehr schön. Steve sogar schon Level 6. Das ist sehr praktisch. Dann bist du auch gleich mit trainiert. Obwohl das schwer wird. Hastig. Okay. Das ist Init Plus, aber da sinkt irgendein anderes Wesen. Init Plus ist schon mal sehr gut für den Zubat. Sinkt die Verteidigung? Ich glaube schon. Ja, es ist immer unschön, wenn Verteidigung oder Spezialverteidigungswert bei der Nuzlocke gesunken wird. Oder gesenkt wird, besser gesagt, natürlich. Und jetzt schon, jetzt schon 13 auf Initiative. 10 auf Spezialangriff und 10 auf Angriff, das ist sehr gut. Konzentrator. Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut. Das passt wunderbar ins Team. Wenn wir jetzt noch ein Wasser-Pokémon haben, dann ist unser Team eigentlich schon perfekt. Eigentlich kann man da nicht wirklich viel dran setzen, was zu ändern, muss ich sagen. Okay, damit bin ich bis jetzt richtig zufrieden. Okay, der nächste Trainer, Leute. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Na dann zeig mir, was du drauf hast. Bist du schon der mit Kleinstein? Das wäre sehr, sehr gut. Ole, der Camper, mit Shinux. Okay, du bist auf jeden Fall kein Kleinstein. Okay. Alles klar, Level 7 sogar. Okay, da hole ich Present raus. Aus dem guten Grund, denn ich denke, die Trainerin gleich hat einen Kleinstein, soweit ich mich noch erinnern kann. Und das ist sehr gut für Present. Okay. Ich möchte jetzt unbedingt Cringe reinholen. Das wird jetzt Razor übernehmen, weil unsere eigene Scheinungs wird da auch nicht viel ausrichten können, glaube ich. Los, Razor! So, du brauchst auf jeden Fall auch noch Erfahrungspunkte. So, das heißt, ich werde jetzt dann zum nächsten Part Cringe, Present und Steve erstmal auf Level 10 trainieren. Scheinungs ist, also Mert ist ja schon auf Level 10, Razor ebenfalls. Ich glaube aber, Razor werde ich an sich auch nochmal trainieren. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich Razor auf Level 13 trainiere. Und dann werdet ihr dann onscreen noch erleben, wie sich auf Level 14 dann zu einem Panpyro weiterentwickelt. Denn die ganzen Entwicklungen hätte ich nämlich gerne noch onscreen, das wäre mir lieber. Und dann können wir noch sehen, wie das Ding Tempo-Heap erlernt. Und das ist sehr, sehr praktisch für die Arena. So, Scheinungs, du bist besiegt. Und das war es dann auch mit dem Kampf, glaube ich, ne? Okay. So schlecht trainiert? Vermutlich. Du wolltest auf jeden Fall mehr Pokémon, mein Freund. So, die nächste Trainerin. Hallöchen. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Du hast sie noch nicht überstanden, mein Freund. Mein Fräulein, besser gesagt. Hast du einen Kleinstein jetzt, oder nicht? Camperin, Picknickerin Heidi. Du hast Knospi, okay, das zum Thema. Das ist kein Kleinstein. Und vor allem auch nur Level 5. Ach, man, Present, du sollst auch dazu lernen. Okay, du kriegst aber auf jeden Fall Level 8 ab, nehme ich mal an. Okay, ich bin jetzt mal ganz mutig und stecke Cringe rein. Sollte noch eine Absorber überleben, mal gucken. Dann können wir auch gleich mal testen, was mit der Kraftreserve ist. Vielleicht kriegen wir den Typen raus, mal gucken. So, Wachstum. Wir wissen auf jeden Fall, nicht Typ Kampf und nicht Typ Geist. Wir haben ja schon mal einen Blitzer neutral getroffen. So, Cringe, Kraftreserve, was kannst du so? Hauen wir ordentlich rein. Zu schnell sind, das wundert mich auf jeden Fall nicht. Hauen wir ordentlich rein jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Das war ja auch neutral, okay. Das sagt schon vieles aus. Das heißt, wir können 5 weitere Typen ausschließen. Das wären dann... Obwohl, nee, du bist von Typ Pflanze Gift, ne? Das heißt, Gift kann ich da nicht ausschließen. Das heißt, ich kann Feuer ausschließen, Flug, Käfer kann ich ausschließen und Eis kann ich ausschließen. Okay, ich kann auch, glaube ich, Wasser und Elektro ausschließen, weil das wäre nämlich nicht sehr effektiv, glaube ich, ne? Na gut, aber ich bleib mal drin, denn das hat ja relativ viel Schaden gemacht. Kraftreserve! Neutralen Schaden. Okay, wir werden es irgendwann herausfinden. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Trainer ist oder dieser komische Typ, der uns verrät, welche Typ unsere Kraftreserve hat. Wo waren das noch? Das muss ich nochmal nachgucken. Es war in irgendeiner Stadt. Okay, es macht noch viel Schaden. Die Spezialverteidigung von Chris ist ja auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Kraftreserve. Bam. Das wird jetzt auf jeden Fall ausreichen. Kommt jetzt denn ein Kleinstein, mein Freund? Kommt jetzt eins, was ich die ganze Zeit schon erwarte. Und Knospi ist weg. Sehr schön. Und Level 8 für Present, das wollte ich haben. Und Cringe ebenfalls 36 Erfahrungspunkte und das ist viel. Uiuiui. Nee, Anton. Anton. Okay, das ist auch gut. Damit kann ich erst recht leben. Welches Level? 5. Okay. Okay, das heißt, Cringe wird auf jeden Fall jetzt noch ein Level abbekommen.
So, Peasant ist ja schon Level 8. Das sollte auf jeden Fall keine Probleme haben gegen Anton. Was kann Anton denn auf diesem Level? Tackle kann es, glaube ich, schon. Kann es Blubber vielleicht schon? Mal gucken. Es kann Kratzer. Achso, Kratzer war es. Okay. Das macht 3 Schaden. Okay, damit kann ich leben, denn Absorber sollte eigentlich relativ viel wieder heilen. Absorber! Komm schon, Present, gib alles, mein Kleiner. So. Ab wann entwickelst du dich eigentlich? Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß, Steve wird sich auf Level 25 zu Golbert entwickeln und dann per Freundschaft dann zu X-Bud. Gut, Rutenschlag. Okay. Auf X-Bud muss ich auf jeden Fall später aufpassen. Das hat... Na, die Verteidigungswerte sind nicht so ganz die besten. Aber dafür ist es immer verdammt schnell. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Immerhin können wir uns wieder ganz gut hochheilen. Vielleicht sogar ein Crit oder so. Ja. Oder kein Crit. Das war nur Max-Damage. Okay. Sehr gut, Present. Sehr, sehr gute Arbeit. So will ich das sehen. Und 42 Erfahrungspunkte. Und bei Cringe sollte das jetzt für ein Level-Up ausreichen. Jupp, Level 7. So, wann kriegst du eine Konfusion eigentlich? Das weiß ich auch nicht mehr. Ich denke, man kann wohl auch eine Niederlage gedenken. Ja, ja, aber entwickelt sich, glaube ich, auch auf Level 25 zu Kadabra. Ich kann es allerdings nicht zu Simsala weiterentwickeln. Denn ich kann ja nicht tauschen, leider. Gut, dass mir das jetzt erst einfällt, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Und da ist ein Kleinsteinmensch. Die gibt es ja also auch. Ja, ja, aber gut, dass wir Zubat gefunden haben. Das ist mir auf jeden Fall lieber als ein Kleinstein. Okay, wahrscheinlich lasse ich auch Zubat im Team. Sonst hätte ich nämlich Staralili als Flug-Pokémon im Team gelassen. Na, gucken. Auf jeden Fall sind wir aus dem erzähligen Tor raus und wir sind endlich in Erzähligen angekommen. Sehr schön. Und hallo. Hallo Trainer. Hallo Trainer? Das war ein Fragezeichen. Interessant. Besitzt du keinen einzigen Orden, werden andere Trainer auf dich herabsehen wie auf einen Anfänger. Und damit das nicht passiert, zeige ich dir, wo hier die Arena zu finden ist. Oh, das ist sehr nett von dir. Dankeschön für die Führung. Und da ist ja schon Fnupa, Mensch. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Tja, Mensch, auf jeden Fall sind wir hier richtig bei der Arena. Hallo, Fnupa. Was, wie? Oh, du bist es, Capco. Hast du es doch bis hierher geschafft? Aber du bist echt langsam, weißt du das? Du bist so langsam, dass der Arena-Leiter schon lange wieder weg ist. Er sagte, er wollte zur, oh ja, zur erzähligen Mine. Ich habe meinen Orden ja bereits, da ist es mir egal, aber... Warum stehst du denn vor der Arena? Okay, anscheinend ist es ihm nicht egal. Arena-Leiter Weit. Nennt mich Weit der Fels. Okay, mache ich. Alles klar. Erstmal ins Pokémon-Center, würde ich sagen. Ganz, ganz dringend heilen. Und dann mal gucken. Die Erzählungen-Mine, dann werden wir da mal kurz reinschauen. Aber bevor wir das machen, ich glaube, wir können auch mal schnell nach oben gehen. Ich glaube, da ist noch eine weitere Route, die wir betreten können. Und da müssten wir eigentlich auch wieder einen Routen-Pokémon fangen können. Ich muss auf jeden Fall in Zukunft speziell darauf achten, dass wir nicht irgendwie eine Route doppelt oder so haben und dann irgendwie zwei Pokémon irgendwie in einer Route fangen. Das wäre sehr unpraktisch, wenn ich mir die Mühe mache. Und hier ist sogar das Bergmann-Museum. Okay, mit Kohle auf du und du. Ja, egal. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ort. Wir werden ja irgendwann mal in den Untergrund können. Und da werden wir das allererste Fossil ausgraben. Und das können wir dann hier endlich weiterentwickeln. Okay, ich freue mich schon auf den Kognodon. Route 207. Okay. Hier können wir auf jeden Fall ein neues Pokémon fangen. Ja, wir können nämlich nur einen Kognodon eigentlich bekommen zu Anfang des Spiels. Und das werden wir wahrscheinlich auch machen. Das Gefälle ist zu rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad. In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Danke für den Tipp. Kognodon ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Pokémon. Hat hier in der Generation auf jeden Fall noch den stärksten Angriff, also zumindest als Raimaidon. So, und unser Routen-Pokémon ist folgendes. Und zwar ein Kleinstein. Damit habe ich schon fast gerechnet. Level 6, okay. Ich glaube schon fast Present ist zu stark mit dabei, denn Absorber könnte tatsächlich ausreichen. Ich gehe in Mert. Mert, du darfst rein und kannst auf jeden Fall Tackle einsetzen. Das ist ja nicht sehr effektiv. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Dum, dum. So, Mert. Erstmal bedrohen. Sehr gute Idee. Alles klar. Ach, ein Eklar. Okay, das macht es noch einfacher für mich. Oder schwieriger. Wenn du deine Verteidigung noch erhöhst. Tackle-Attacke. Los, Mert. Bam. Dum, 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 dum. Oh, das, okay. Das zum Thema. Ja, wie machen wir das denn zum Schlausten? Weil das dauert mir echt ein bisschen zu lange. Dann gehe ich doch lieber wieder raus. Ich glaube, ich gehe in Razor. Wenn ich alle Glut einsetze, wird es auf jeden Fall nicht reichen, bin ich der Meinung. Und ich greife immer ein Spezial an. Das sollte nicht reichen. Na gut. Wer mag den Kleinstein eigentlich? Ich muss ihn mal überlegen. Hm. Jetzt schon einen Namen überlegen. Glutattacke, los Razor. Aber nicht besiegen, bitte. So. Ja, das ist keine Frage. Ist immerhin auch nicht sehr effektiv. Okay, kannst gern tackeln, kein Problem. So, die nächste Glut und dann sollte es mal reichen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Alles Klärchen. Ach, was benenne ich dich denn jetzt? Wer mag den Georock? Oder Geowatz? Oder Kleinstein? Ich habe keine Ahnung.
So, Beutel. Wie viele Bälle haben wir denn noch? Wir haben noch 7 Stück, okay. Könnte noch reichen, denn auch in der erzähligen Linie können wir ebenfalls ein Pokémon fangen. So, 1, 2. Oh, das erste Mal, dass ein Pokémon nicht drin bleibt. Interessant. Okay, dann machen wir es anders, Leute. Weil wir es können. Okay, ein Idler eingesetzt. Dann mache ich Folgendes. Ich gehe wieder in Merth. Ich möchte jetzt nicht so viele Pokémon-Bälle verschwenden für ein Pokémon, was wir wahrscheinlich gar nicht mehr in unser Team nehmen werden. Mal gucken. Man braucht ja noch ein bisschen Vorrat, ne? Falls meine Pokémon besiegt werden sollte. Was hoffentlich nie passiert. Mal gucken. Erstmal bedrohen. So. Und hier auch wieder Tackle einsetzen, damit wir es noch ein bisschen weiter abschwächen. Okay. So, und dann mal gucken. Nach was benächte ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich hätte dich gerne noch im roten Bereich. Geht das? Obwohl, wenn ich jetzt critte, wäre unschön. Ich glaube, das würde... Ne, reichen wird es, glaube ich, nicht, ne? Aber ich komme auf jeden Fall in den roten Bereich. Soweit werden wir es auf jeden Fall schaffen. Bam, komm schon. Oder auch nicht, denn du hast mittlerweile so auf eine Idee eingesetzt, dass es nicht funktioniert. Das ist super, Kleinstein. Das machst du toll. Und vor allem auch wieder weiblich, wenn mir gerade auffällt, okay? So, okay. Flicklau... Ach ja. Okay, Leute, gleich mache ich das. Gleich erinnere ich mich daran, dass wir noch das Item wechseln müssen. So. Endlich der rote Bereich. Jetzt kann ich auf jeden Fall einen Pokéball werfen. So. Beutel. So. Nein, das wollte ich nicht. So. Ball. So. Nur noch 6. Jetzt haben wir noch 5 Pokébälle. Mal gucken. In der erzähligen Linie können wir ja auch noch einen Pokémon fangen, glaube ich. 1, 2, 3 und... Geht doch. Sehr schön. Und Kleinstein wurde gefangen. Okay, jetzt stehe ich vor der Herausforderung. Wie benenne ich dich? Kleinstein Level 6 weiblich. So. Viele von ihnen leben auf Bergpfaden, halb vergraben und Bergsteiger beobachtend. Alles klar. Gut, Leute, auch hier werde ich jetzt wahrscheinlich wieder cutten müssen, denn ich muss erstmal in meine Liste gucken, wer denn gerne nach einem Kleinstein benannt werden möchte. Also, Leute, bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Das ging relativ schnell, weil es mir relativ früh eingefallen ist, denn ich kann ihn ja nach dem guten Kaffeekone benennen, denn der Gute mag ja sehr gerne Pokémon im unteren Tier. Und ich weiß nicht, ob er auch Kleinstein mag. Ich will es mal hoffen. So. Du passt gerade so rein, sehe ich gerade. Alles klar, wollte gerade mich fragen, ob du reinpasst. Kaffeekone, ja, so ist es eigentlich in Ordnung. Ja, Kaffeekone, das weibliche Kleinstein. Sehr schön. Kaffeekone wurde in Box 1 übertragen. Okay. Alles klar. Sehr schön. Ich hoffe, damit ist der gute Kaffee auch zufrieden. Und Pokéball gefunden. Das passt sehr gut. Denn wahrscheinlich müssen wir heute noch ein weiteres Pokémon fangen. Und zwar in der erzähligen Mini, wie gesagt. Und es kann sehr gut sein, dass es dann zur Dupe's Claws kommt, dass die eingesetzt wird. Das soll heißen, dass wir ein Pokémon finden, was wir bereits gefangen haben. Oder zumindest ein Pokémon derselben Entwicklungsreihe. Das heißt, falls wir wieder auf einen Kleinstein treffen sollten. Oder auf einen Zubat oder so. Gibt es da auch andere Pokémon eigentlich? Das weiß ich gerade gar nicht. Gibt es andere Pokémon außer Kleinstein und Zubat? Vielleicht gibt es da ja Macholo. Wäre auch nicht schlecht. Damit könnte ich auch leben, auf jeden Fall. Mal gucken. Wir haben wir eh nichts zu tun. So, wie sieht's aus bei euch? Ja, Schutz auf die Mine, bla 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 bla. Faszinierend. Hier gibt's doch noch irgendwo ein Item, meine ich. Und es wird kurzzeitig irgendwie langsam, sehe ich gerade. Aber auch egal. Ja, ja, ja. Hier ist viel zu viel Action los, Leute. Egal. Ist hier nicht irgendwo wirklich ein Item? Oh, guck mal, das ist sogar ein Macholo. Na, was soll's. So, was ist hier sonst noch? Erzählige Mine, Vorsicht, fleißige Pokémon. Okay. Gehen wir mal rein. Okay, erzählige Mine. Und hier gibt's sogar Items, alles klar. Und Pokémon, was ist denn unsere Routen-Pokémon? Ist das eins, was wir fangen können? Nee. Ist das ein Kleinstein? Das können wir theoretisch fangen. Allerdings können wir auch einfach sagen, nee, die Dupestos gilt und wir müssen dieses Pokémon nicht fangen. Wir können auch ein anderes wählen, was uns jetzt vor die Füße kommt. Okay. Alles klar, du kommst weg. So, das Item sammle ich trotzdem noch aus. Auf X-Abwehr. So. Was gibt's denn sonst noch hier neben Kleinstein? Zubat vielleicht? Nee, nur Kleinstein hier. Gibt's denn nicht noch Macholo? Ich meine schon. Oder irre ich mich gerade? Das wäre, sonst macht das hier keinen Sinn, Leute. Wenn es hier nur Kleinstein und Zubat gibt, macht das keinen Sinn, weil wir die beiden Pokémon eh haben. Dann haben wir auf jeden Fall keine Hoffnung auf ein neues Pokémon. So. Ich laufe hier nochmal rum. Dum, 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 dum. Nur Kleinstein, okay. Auf jeden Fall kann ich hier ganz gut dann Knospi trainieren, wenn ich möchte. Das werde ich nämlich ab jetzt gleich machen. So, bei Zubat muss ich natürlich noch aufpassen. Bitte, 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 bitte. Nur Kleinstein-Mensch. Okay. Und sonst? Ich probiere es jetzt noch einmal. Und, wie sieht's aus? Nur Kleinstein, okay.
Alles klar, ich glaube, diesen Ort hier können wir, glaube ich, vergessen. Sieht ganz so aus. Okay, Leute. Ich glaube, ich kann jetzt den Part noch beenden. Das war's für heute. Und im nächsten Part werden wir Folgendes machen. Erstmal werde ich offscreen trainieren. Wir schauen uns nochmal das Team an. So, Pokémon. Present, Cringe und Steve sind ja Level 8, 7 und 6. Die werden erstmal auf Level 10 gelevelt. Mert lasse ich wahrscheinlich auf Level 10. Razor werde ich wahrscheinlich auf Level 13 leveln, auch wenn er dann ein bisschen weiter vom Teamniveau ist. Aber ich möchte gerne dann auch, dass wir die Entwicklung dann schön onscreen erleben. Und das werden wir auf jeden Fall gut gebrauchen können im Kampf gegen Gesteins-Pokémon von weit. Und auch Present-LP, mindestens Level 10. Cringe wohl eher weniger und Steve werden wir es recht nicht in der Arena gebrauchen, genauso wenig wie Mert. Mal gucken. Wie gesagt, die werden erstmal trainiert und dann geht's im nächsten Part auf die Suche nach dem Arenaleiter weit hier in der erzähligen Mine. Und dann kommt es wahrscheinlich schon auch zum Arenaleiterkampf. Also Leute, bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.